So Leute, wir machen weiter mit Folge 2 von unserem Beef React. Folge 1 gibt's bei Nils auf dem YouTube-Channel, der heißt Nils Bomhoff. Nur einfach so? Oder? Nichts dazu? Nils Bomhoff. Einfach nur Nils Bomhoff. Nils Bomhoff. Nils Bomhoff. Ja. Aber Nils Bomhoff Action Channel. Nils Bomhoff. Nils Bomhoff. Gut. Nils Bomhoff Action Channel. Findet ihr Folge 1 mit dem React zum Mario Kart. Und jetzt geht's hier weiter mit Red Faction. Welcher Teil war das? 2, glaube ich. 3? Ja, irgendwie so. Es geht jedenfalls darum, Gebäude zu zerstören. Und wer am meisten Zerstörungskraft entfaltet, der bekommt dementsprechend die meisten Punkte und den Sieg und die meisten Royal Beef Punkte. Wer das ist, wissen wir nicht mehr. Es ist viel zu lange her. 15 Jahre haben wir schon in Folge 1 gesagt. Let's go. Wir starten direkt rein. Ich überspringe aber das Intro, oder? Kannst du machen. Oder wollen wir es aus nostalgischen Gründen lassen? Es ist auch sehr lang, ne? Also ist ja auch ein Unterschied, ob man das einmal in der Woche oder so sieht oder jetzt häufiger. Red Faction Guerrilla. Ja. Vielleicht kann ich das seitdem nochmal gespielt haben. Es geht los, viel Spaß. Oh, ich bin so schlecht. Geht nochmal los. Noch ein Intro. Ich glaube übrigens, das ist jetzt ein bisschen weniger wild, weil wir ja nicht zeitgleich spielen. Stimmt, ja. Gibt natürlich die Möglichkeit, mehr zu lästern. Oh, das ist was bisher geschah, ne? Das ist ja quasi dann ja neu, ab Folge 2. Das stimmt übrigens. Ich bin mir übrigens nicht sicher, was da für Ausdrücke fallen, die heute noch. Ja, ich weiß auch nicht, ob es. Karrieren beenden. Ja, ich weiß nicht, ob es smart ist, jetzt zu streamen. Ein bisschen Angst. Ultra Beef. Wir spielen Red Faction Guerrilla, ein Modus der. Das ist wirklich mutig. Also 15 Jahre, das ist viel passiert, auch was so. Der Zeitgeist hat sich geändert in den 15 Jahren. Ja. Aber man muss hier sagen, der Höhenflug von Simon ist spürbar, weil, wie gesagt, das ist. Direkt im Anschluss an Mario Kart gewesen, ja, meine ich zumindest, obwohl, da ist es jetzt hell draußen. Doch, das war der gleiche Tag. Ne, wir haben ja mittags angefangen. Ja. So, vielleicht zum Spielprinzip, man hat hier diese Bomben, diese, die man werfen kann und man hat einen Timer, oben rechts seht ihr das, 2 Minuten 50 mit seinem Jetpack hier durch die Map zu fliegen und so viel kaputt zu machen, wie es nur geht. Und diese Timer, die kann man halt über diese Bomben kann man halt überall anbinden. Die haben Zeitzünder und den kann man dann zünden. Und je nachdem, wie kaputt man die Map kriegt, desto mehr Punkte gibt's. Ja, Simon macht die erste Runde. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir das, ob wir das ausgelost hatten oder wie das war. Oh, jetzt wird's aber eng. Jetzt muss ich versuchen. Ist nicht so einfach, so zu tracken, wer gut ist in dem Spiel. Das ist. Es ist natürlich auch ein bisschen Glück, wollte ich gerade sagen, ist auch natürlich dabei. Man kann sich natürlich so eine Taktik überlegen, wenn du so einen großen Turm kriegst, der dann noch einen anderen zum Einschutz bringt. Dann gibt es auch noch so Explosionsfässer. Das war jetzt ein bisschen Glück für uns. Hast du es gerade noch gesehen? Nee, was? Ich mache mal kurz Pause. Dass Simons Turm, ich weiß nicht, ob ich mich trauen soll, zurückzuspulen. Da steht schon die Punkte, die Zeit ist vorbei und sein Turm stürzt jetzt in den andere Gebäude rein. Siehst du das? Das zählt aber nicht mehr. Es zählt aber nicht mehr, aber er rechnet da natürlich wahrscheinlich noch ein bisschen Schaden an, aber die Punkte kriegt er nicht. Wer war das da gerade im Hintergrund? Das ist der Petrescu, glaube ich. Ja, könnte sein. Oder? Ja. So, all diese digitalen Sachen. Der Kollege Eddie ist dran. Oh ja, Eddie. Gleich falsch. Gleich erster Ding völlig. Das meine ich eben. Dadurch, dass nur ich spiele, können die anderen natürlich gehässige Kommentare geben. Gleich falsch. Also Eddie ist gleich falsch gewesen von sehr gut. Simon kann das auch. Also Simon kann auch schon natürlich. Knöpfe drücken. Auf jeden Fall. Simon kann sehr, sehr gut Sachen kaputt machen, aber nicht, wenn, wenn er soll. Ja. Nee, doch, auch dann kann. Aber du lässt dir immens viel Zeit gerade. Ja. Ich weiß gar nicht, sind die Granaten abgezählt? Oder geht es nur um Zeit? Nicht. Ich glaube, es ist nur Zeit. Ich glaube, man hat so viele, wie man will. Du bist ja extrem passiv. Du guckst ja nur und machst ja gar nichts. Strategie, Karl. Ah, da hat es nur eine Menge Löcher gerissen.
Übrigens ein fantastischer Spiel. Ich frage mich ehrlich gesagt auch, warum ich so lahm das mache, warum ich nicht da durchfliege und überall die hinwerfe. Du guckst immer so, bist so sparsam. Vielleicht gibt es doch begrenzt. Aber guck mal, also da habe ich jetzt schon mehr Punkte als Simon. 30 Sekunden noch. Macht es nicht Sinn, die auf diese Brandfässer direkt drauf zu machen, frage ich mich. Ja, wahrscheinlich voll. Aber wir waren halt auch nicht so erfahren. Aber guck mal, du hast auch gute Punkte gemacht. 66, aber es kann. Aber schau mal, jetzt, du warst vor der. Ich weiß es nicht. Am Ende dann scheint nochmal 5 Sekunden, wo draufgerechnet wird. Die Explosionen ziehen Zeit ab. Ah, so war das. Wenn man zündet, kriegt man Zeit abgezogen. Wo habe ich denn hier gelandet? Aha. Falsch. Er versucht immer wieder. Er ist am schlechtesten, ne? Aber macht trotzdem. Guck, du machst auch wenige eher. Ja, das hat das vielleicht dann doch irgendein. Ja. Irgendwas habe ich mir ja dabei gedacht und du ja natürlich auch. Aber auch natürlich ein massiver Vorteil, dass du schon zweimal beobachten konntest, wie die anderen das machen. Unten steht ganz klar sagen. Minus 5, vielleicht heißt es minus 5 Sekunden pro Bombe. Ja, genau. Ah, guck, da oben die Zeit jetzt. Guck, jetzt hast du nämlich nur noch 1,40. Je mehr du zündest, desto... Warten, das Haus steht noch, das ist scheiße. Es ist unglaublich. Wie nah Frust und Freude bei Simon. Der gefehlt hat, oder was? Der ist gegen den Pfeiler gelaufen und dann sah ich zum Einstürzen. Kann es ihn nicht einfach mal unter sich bringen? Verdammt, der hat auch schon viele Punkte. Ah, schon 58 und noch eine Minute. 67, ja, Nils. Au! Das war jetzt richtig blöd, da kam ich nicht mehr an der Säule da vorbei. Da ärgere ich mich jetzt im Nachhinein noch ein bisschen drüber. Ist das lustig. Der hat jetzt schon einen. Ich verstehe nicht viel von dem Spiel, aber ich gucke. Es ist schon klar. Ja, das mussten wir alle erstmal ein bisschen. Wir hatten nicht so viel Erfahrung, glaube ich, in dem Spiel. Nein. Ach so. Ich finde es trotzdem nach wie vor geil, eigentlich. Ja. Eine geile Idee. Haben wir schon 80.000? Da hätte ich nochmal einen zünden können jetzt, aber. Hast du noch? Hier, guck mal. Da. Hast nochmal 2.000 mitgenommen hier. Oh, das schade, kriegt der keinen. Kann man auch sterben? Gute Frage. Ich glaube schon. Oh, guck mal jetzt. Oh, jetzt. Das, das kriegst du auch noch angerechnet, du bist noch auf 99.000 gekommen. Also zählst doch noch. So, okay, jetzt, alter Schwede, das ist eine Menge. Jetzt muss ich clever agieren. Bitte, mach jetzt Marie. Du bist schon wieder völlig fertig. Naja. Damit ich neu anfangen kann, will ich auch eine Chance kriegen. Das ist eine gute Frage, ob man sterben kann, ich weiß es nicht. Also zumindest hat man, sah es so aus, als wenn man, vielleicht ist da so eine Schadensanimation sozusagen irgendwie verbaut, aber vielleicht kann man nicht wirklich sterben. Aber das sah zwischendurch schon so aus, als wenn man da ein bisschen, oh, er macht oben. Ja, aber es fällt ja irgendwann zusammen. Aha. Ah, das könnte. Ah, das ist ja so ein befriedigendes Gefühl, wenn man überall diese Bomben hingemacht hat und dann zündet. Aber das ist auch typisch Budi, der hat jetzt dreimal gesehen, wie wir das gemacht haben, und er macht was komplett anderes. Ja, ja, ja. Und das fliegt er jetzt hoch Spugi und wirft da oben rein, so. Das er ist will halt immer dieses, entweder es klappt, dann klappt super spektakulär. Ja, exakt. Oder es wird immer halt irgend so ein, wie ich weiß noch, wie beim Fußballgolf. Genau, ich wollte auf Fußballgolf zu sprechen, wo er da einfach mit 120 km/h und dann er weiß genau, okay, entweder das Ding wird ein Hole-in-One und alle feiern ihn, oder er schmeißt das komplette Turnier weg. Ja. Ne, das ist so halb Budi. Aber wenn es gut geht, ist natürlich. Da kann er gar nicht mehr. Hammer dann auch. Boah, ja, guck mal, wie knapp das ist. Alter, das Schwede, das ist ja richtig knapp gewesen. Oh, oh. Aber vor allen Dingen hält Simon zu Budi, was interessant ist, weil Budi ja zu dem Zeitpunkt schon in Führung war im Gesamttableau. Und hier wieder zweitschlechtester Platz, schon wieder pisst. Ah ja, Simon ist auch auf dem Boden der Tatsache, das hat man schon. Aber er hat tatsächlich so ein paar einfach auch verschwendet. Also er hätte da auch gewinnen können. Das ist übrigens Ian mit der Kamera unterm Tisch gesessen. Wir vermieten unsere Thermobar. 555, Asiaten. 555. Wir nehmen das einfach, oder was? Ach guck mal, da scherzen wir noch miteinander, ist alles nicht so schlimm. Ja. Welche Waffe wollen wir nehmen? Ja, nehmen wir ruhig die Raketen. Loslegen!
Simon war grundsätzlich immer gegen Nils, schreibt Enik. Ja, warum ist das so? Ja, da habe ich ja schon gesagt, größte Konkurrenz. Wahrscheinlich. Muss ich jetzt anfangen, weil ich führe, ne? Ja. Das ist ja jetzt, ach so, das ist jetzt ein, so eine Art Rocket Launcher, okay. Das ist natürlich auch ganz geil. Ich krieg tatsächlich ein bisschen Bock drauf. Ja. Ihr kostet jetzt aber 10 Sekunden pro Schuss. Okay. Gibt es irgendein Spiel, was so ist, wo man einfach nur durch die Map geht und so, also nur so ein Modus quasi. Es gibt so ein, wie heißt denn das? Carmageddon. Nee, mein Sohn spielt das. Wo du so Sachen kaputt machst, aber das hat so eine Pixeloptik. Teardown, genau. Teardown. Das ist genau sowas. Hat leider nur so ein bisschen so eine komische Pixeloptik, aber das hat so ganz viele Waffen, wo man auch einfach nur wo es einfach nur darum geht, zu zerstören. Das macht Bock. Ich krieg so viel geschenkt, sagt der Simon. Das ist immer schöne Gesicht. Alter, und dann das Talent. Wobei, es sieht nicht gut aus jetzt. Die 30 Sekunden kannst du eigentlich in die Tonne treten. Das klingt egal. Das Simon. Er hört nicht auf zu sticheln. Oh, da kriegst du es noch. Nicht schlecht. Ja, aber andere Waffe natürlich auch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da mehr oder weniger Punkte mit der Waffe zu erwarten sind. Letzter Punkt hat der Bulli. Es wird aber nicht so sein, das glaube ich nicht. Es ist immer anders. Ist das Bulli? Doch. Ja. Okay, dann doch. So, super clever spielen jetzt. Bulli, mach es. Ja, das hat wirklich was Befriedigendes. Einfach ein bisschen was in der virtuellen Umgebung einfach so harmlos kaputtballern. Ja, das ist nicht dumm, da auch diese Fässer, ja, diese Fässer mitnehmen. Das haben die auch zu wenig gemacht, glaube ich. Naja, ich will, dass der Bulli auch mal gewinnt, nachdem wir bei Mario Kart. Ich will vor allem, dass. Siehst du, da callst du ihn auch out. Genau wegen dem Ding. So. Also, du sagst, warum bist du eigentlich für Bulli? Aber er will auch derselbe mal gewinnen. Er hat doch gerade gewonnen. Ja, weil das ist ja auch Quatsch. Das ist ja auch nicht der echte Grund. Das ist ja. Das ergibt ja auch keinen Sinn. Er führt ja. Wir haben uns immer eigentlich gegen den Führenden verschworen. Das sieht an sich gar nicht schlecht aus. Das ist eine tiefer liegendes Motiv, was ich da bei ihm ausgemacht habe. Tu es nicht, Bulli. So, ja, genau. Jetzt den Träger. Links nicht, doch nicht einfach da durch. Du musst die Träger kaputt machen. Den da, ja. Er gibt auch sehr selektive Tipps, ne? Bei dem einen so, nee, alles falsch, nee, alles schlecht. Und hier bei Buddy gibt es ja richtig bemüht, Tipps zu ihm. Also er hat schon auf jeden Fall aber Einfluss genommen. Es ist ja schon irgendwie so, dass man gegen manche Menschen lieber verliert als gegen andere. Ja. Ich verliere auch nicht gern gegen dich. Das fuckt aber mich auch mehr ab, als wenn ich gegen... sympathischer Gewinner, oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Du hast halt schon immer diesen Klassenprimus-Ruf. Der Vernünftige, der Schlaue, der sich beisammen hat. So, du bist schon immer so ein bisschen der Klassenstreber. So, da freut man sich natürlich schon, wenn man gewinnt, beziehungsweise fuckt einen natürlich ab, wenn dieses Image dann noch bestätigt wird. So. Also so ist es bei mir. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen auch so ist. Bei Simon habe ich immer so das Gefühl, da muss man, der schadet sich genug selbst. Bei Budi ist halt so diese, so eine latente Gleichgültigkeit immer so dabei, die dann, wo ich dann sage, ja, der, weiß ich nicht, du bist ja auch sehr verbissen, oder was heißt sehr ehrgeizig, so, da freut man sich dann natürlich auch, ja, wenn man gewinnt, weil man weiß, du willst auf jeden Fall auch gewinnen, so, du wirst, du versuchst immer gut zu sein. Bei Budi hast du ja eben selber gesagt, der macht dann auch mal Quatsch oder so, probiert irgendwas aus, irgendwie. Ja, das stimmt. Budi fehlt da ein bisschen die Ernsthaftigkeit, weil er hat alles eigentlich, was es braucht. Ernsthaftigkeit ist es, genau. Aber ihm fehlt ein bisschen der Biss und der Siegeswille, der Ehrgeiz. Ihm sind vielleicht andere Sachen wichtiger als Gewinn. Da verschenkt er ein bisschen Potenzial, weil er hat es ja in sich. So, jetzt bist du dran. Ja, mit diesem Deine Chance jetzt... es besser zu machen. Da schießt du auf die Fässer. Da schieße ich auf die Fässer. Ich auf die Fässer. Ah, okay, Nils hat gewonnen. Ich mache wenig Punkte. Ja, das stimmt. Aber du hast wenige gezielte Schüsse gesetzt. Das wird gleich sich noch alles summieren. Guck mal, siehst du? Ein Schuss. Bam. Hm. Jetzt hast du ja noch richtig viel Zeit. Wenn ein Schuss 10 Sekunden kostet,
und man quasi 10 Sekunden lang nicht schießt, dann hat man quasi einen Schuss verschwendet. Ja, aber du gibst ja auch den Gebäuden dann die Zeit zu zerbröckeln. Fall? Guck mal, das ist... Ja, es ist nicht leider nicht gefallen. Scheiße. Oh, da fällt's noch. Da fällt's noch. Das ist übrigens auch ein berühmtes psychisches Phänomen. Ja. Simon merkt, dass ich eh schon abgefuckt bin und ist dann nett und drückt mir so ein bisschen die Daumen, weil ich aber auch keine Gefahr momentan, also bei Simon ist es immer sehr opportunistisch, ich stelle momentan keine Bedrohung für ihn dar, deshalb kriege ich ein bisschen Empathie. Wäre ich jetzt der Führende oder so, wäre er natürlich nicht nett. Ja, das stimmt sicherlich. Aber so ist es halt, das ist ja auch klar. Ja, aber nichts wechselt so schnell wie die Loyalität bei Beef. Also es ist natürlich komplett situationsabhängig und immer an den aktuellen Spielstand gekoppelt. Allianzen werden geschmiedet, werden aufgelöst. Das ist vor allem ein Spiel, wo es auf Skill ankommt. Ja, ganz klar. Nicht auf Glück. Ich schieß mal da einfach auf diesen Boden. Mario Kart belohnt den schlechtesten Fahrer mit den besten Items. Dadurch können wir das der gesamte... Ja, es ist nicht sympathisch, ich gebe es zu. Aber ich. Aber rein inhaltlich ist nicht ganz falsch, was ich sage. Nee, absolut. Ich habe ja auch nicht gewonnen. Ich gehe da voll mit. Ich fress mich dafür. Ich fress die ganze Zeit nur am Fressen. Snickers, Chips. Aber da konnte man das ja noch zu der Zeit. Hier wird schon wieder mein Schal im Chat thematisiert. Ich habe es in Folge 1 schon gesagt, das ist kein Modestatement gewesen. Ich war ein bisschen kränklich. Macht er nur fürs Fernsehen. Ja, er ist Erster offenbar, du bist Zweiter. Das freut mich ganz besonders. Gott weiß das. Der Buddy ist der. Da wurde ich für gedisst, glaube ich. Für diese überschäumende Freude. Weil das war dieser Effekt, da kannte, haben wir ja auch gesagt, da kannten die uns noch nicht, die Leute. Und haben sich gedacht, warum spielen die sich so in den Vordergrund? Die haben, das, Simon und Buddy sind doch die Chefs. Ja, aber der Schal hat, glaube ich, auch dazu beigetragen. Das ja, aber einfach, das war, wie gesagt, du wirkst ja wie so ein Dandy. Wie so ein, ja. Aber ich hatte da so Halskratzen. Wann machen wir die PS3 an? Wer trägt sowas als Modestatement? Das war's schon. Das war's schon, ja. Wie war jetzt das Endergebnis? Du hattest Platz 1? Ja. Buddy 2, glaube ich, du 3, Simon 4. Ja. Glaube ich. Sollen wir nochmal kurz gucken? Ich hab's nämlich jetzt auch. Ja, ich glaube. Wir haben ja die Endabrechnung da eben auch. Ich kann nicht zurückspulen, ich muss Nikola machen. Ja. Also. Nur nochmal aufs Tableau. Warte, ich mach das mal eben. Da sehen wir das. Schön übrigens nochmal, das erste Pilzsymbol symbolisiert natürlich Mario Kart. Da sieht man, ach guck mal, das ist ja frech. Buddy und Simon haben beide 3 Punkte bekommen. Weil die punktgleich waren in Mario Kart. Da gäbe es vermutlich heutzutage auch nochmal Diskussionen. Und dafür gibt es keinen zweiten Platz. Ich meine, es ist wahrscheinlich regeltechnisch richtig, aber so werden natürlich mehr Punkte ausgeschüttet, das ist natürlich frech. Und danach Red Faction ist dann dieses blaue Symbol und da sieht man ja, ich hatte 3, du bist sogar Zweiter geworden, Eddie. Ah, okay. Und Buddy Dritter. Du bist sogar noch Zweiter geworden. Da war die Welt noch, da habe ich noch geglaubt. Ja, ja, war noch alles aber drin. Das nächste Spiel ist, glaube ich, ist das nächste Spiel Tekken? Ja, ne? Das weiß ich nicht mehr. Ja, Tekken. Und Tekken hat, glaube ich, das. Also ich würde sagen, ohne dass ich genau noch weiß, was passiert ist, aber ich weiß, dass zumindest Simon und ich von uns behaupten, dass wir, also das geht ja schon zu Giga Games Zeiten zurück und also da das Ding ist, bei Tekken, da habe ich ja, ich habe ja auch eben gesagt, bei Mario Kart kein Skill und hier random und so, bei Tekken bin ich ja davon ausgegangen, dass es um Skill geht. Das heißt, wenn ich dann da nicht ab, da habe ich mir selber Druck gemacht, im Prinzip, weil wenn du dann nicht gewinnst in deiner Paradedisziplin, dann ist ja richtig schlimm. Und Simon glaubt aber auch, dass er geil in Tekken ist, obwohl er nur einen einzigen Move hat.
der leider trotzdem sehr oft klappt. Und ich glaube, du hast Eddie genommen und Button gemasht, ja, was auch genau. sehr schwer ist. Und Buddy weiß ich gar nicht mehr. Er hat, glaube ich, seinen Bruce Lee-Charakter genommen. Und auf jeden Fall, ich glaube, Tekken ist so ein Wendepunkt in der gesamten Beef-Geschichte, weil ich könnte mir vorstellen, dass es da erstmals zu richtigen emotionalen Outbursts wegen der kommt. Erwartungshaltung auch, wie du richtig formulierst. Weil natürlich, wenn du und Simon wirklich davon ausgeht, okay, wir sind die Besten, und wenn das sich dann nicht auch dementsprechend ausspielt, dann ist man natürlich umso mehr pisst, weil bei den anderen Spielen hat man eine Entschuldigung. Kann man sagen, okay, da, was weiß ich, Mario Kart habe ich nicht so oft gespielt oder das wusste ich von vornherein oder sowas. Ja. Das ist natürlich, hat eine gewisse Fallhöhe emotional. Absolut. Und wie sich das dann darstellen wird, ob das wirklich ein Bruch ist, das werdet ihr in Folge 3 sehen. Dann wieder bei mir auf dem Kanal. Nils Bomhoff. Ich bin sehr gespannt. Nils Bomhoff Action Channel. Action Channel. Nils Bomhoff Action Channel. Bis dann. Ciao. Thank you.